Blutbecke fallen lassen. Eine Schwester. Ein Grüner. Rote Muni. Endlich Muni. Wir brauchen auf. Also wir sollten auf jeden Fall jetzt eine Stelle suchen, an der wir uns gut verbarrikadieren können und richtig viel Munition reinstopfen. Oh Scheiße, die hat geschrien! Nicht dein Ernst! Ja, das war ein Schreier, die hat geschrien. Naja, ist egal. Ja, komm. Stein, komm her. Komm her. Ich zeig dir, wo ich mich verschanzt hatte. Oh, Bier. Hier drüben. Das liegt um meine Leiche hier noch. Muni! Oh Gott, das war einer, die hat auch geschrien! Das ist eine Grüne! Die läuft hier hinterher, ich krieg sie nicht! Friedhof dran. Das ist ja auch noch eine Grüne! Nein, da waren zwei, hinter dir war noch eine! Ausnahmsweise habe ich mal keinen Bock, dass das mehr werden! Nee! Ich hab das Gefühl, hinter dir war Zombies! Ein bisschen leiden! Oi. Okay. Oh, ne. Was, der lebt noch? Ach, nee, so ein halbes Hähnchen. Es lebt noch. Also, wo verbarrikadieren wir uns? In der Kirche! In der Nee, ich glaube, nee, die Kirche ist eine schlechte Idee, glaube ich. Obwohl ganz oben? Ich allein. Ja? Achso, warte, ich wollte ja noch zu dir kommen. Okay, Kirche klingt gleich gar nicht so schlecht. Ich bin hier drinnen rumgerunden gerannt, siehst du ja schon an ganzen Schäden, dann bin ich auf der Mauer und hier oben auf den Dingern hin und her gejumpt. Ja. Ja, früher oder später gehen die halt doch kaputt. Ja, hier inne. Hier haben sie das Loch eingemacht und ich bin durch die Decke geflogen. Ah, ja, du musst. Also. Dadurch bin ich nochmal gestorben. Bei der Arbeit bin ich auf dem Weg. Es ist besser, wenn du dich immer wieder bewegst. Was? Weil so extrem viel Spucker halt auch sind. Die Geier waren das Schlimmste. Ich hab dich aber gewarnt, dass das passiert, sobald du aufs Motorrad steigst. Sind die permanent hier Geier da? Hier ist eine alte Ruine, hier können wir uns verschanzen. Ja, aber ja, eine Baustelle, ja, das ist eine gute Idee. Nee, hier, wo ich bin, eine alte Ruine. Ach, da scheiße ich. Also, wir sollten schon was Massives suchen, was schon massiv ist und das noch vielleicht noch ausbauen jetzt über den Tag. Das Problem ist, dass die haben wir meistens bloß 1500 Lebenspunkte. Aber übrigens wird erstmal die Base repariert. Ja, wir sollten zur Base gehen. Ich muss erstmal zu meinem Motorrad, dann muss ich meine Drohne einsammeln, dann komme ich zur Base. Verpiss dich, du Affenhintern. Ich muss unbedingt bessere Rüstung haben. Also hier die Panzerplatten-Mods brauche ich. Ja, Freeman, hast du die gebänderten Panzerplatten angemacht? Ein paar? Ich glaube nicht. Weil das wäre gut für Black Dragon und für mich. Brauchen wir wirklich. Ja. Ich mach gleich welche. Oh, ich habe irgendwas abgeschlossen gerade. Mit deinem Leben wahrscheinlich. Gut. Ne, ich meine, irgendein von Büchern habe ich was abgeschlossen. Ah, wahrscheinlich Kochen. Weil Kochen ist das, was. Oder meinst du jetzt von den Siemern, die du suchen musst? Von den Siemern habe ich irgendwas abgeschlossen. Echo Trash. Ist das sowas wie Echo Fresh? Gefängnis sah auch schon mal besser aus. Ich glaube, wenn wir da reingehen, das wird zerstört. Wir können ins Gefängnis gehen, aber ich glaube, das wird zerstört, wenn wir reingehen. Ja, ich denke, oben haben wir relativ gute Karten. Oben ist auch viel zerstört noch vom letzten Mal. Ach so. Da ist teilweise das Dach eingestürzt gewesen. Ist das nicht mehr? So schlecht. Ey, da liegt Beute. Hey, mein Motorrad lebt noch. Irgendwas schlägt mein mich. Mein Motorrad lebt auch noch, aber wie gesagt, also wenn du zur Base gehst, Michelin, siehst du, was ich meine. Ich habe bloß wenn geht eigentlich noch. Gebracht, aber ich hab's nicht durch das Tor gewesen. Ich hab mich schlimmer vorgestellt tatsächlich. Wir liegen ja, überall. Weil ich dann versucht habe, mir wegzurennen. Schnell, damit ich noch mehr Schaden machen. Ah, Freeman repariert das schon. Viel Spaß. Weißt du, der Moment, wenn du die Tür hinter dir schließt und feststellst, dass rechts neben dir ein großes Loch in der Wand ist. Aber die Tür ist geschlossen. Oh, da liegt noch ein Lootback. Und Wichleins Motorrad liegt auch hier. Ja, ich hole jetzt erstmal ein bisschen Munition und Zeug. Ich hole mir jetzt richtig Munition. Wie gesagt, fast alles unten im Keller. Ja, ich weiß. Ah, nee, erstmal muss ich Zeug ausladen. Ich habe nämlich auch ein paar Dosen gefunden. Oh, wow. während ich angegriffen wurde. Hat sich ja richtig gelohnt. Erstmal ein paar Dosen sammeln. Ich habe verhaufen Vitamine. Droni. Ein einziger Freund. Ich rette dich. Die haben die Geier fertig gemacht. Die wollten mich heilen, da ging es bloß so, und dann war sie weg.
Wer hat denn hier Federn reingemacht bei den Büchern? Ja, das war ich bestimmt. Kein Schutz, 9 mm, alles klar. Ja, nimm mit. Oh, meine Drohne ist ja echt nicht weit gekommen. Scharfschützengewehr, Schrotflinte. Ist es kein Maschinengewehr hier? Oder ist es unten? Ich überlege gerade, ob ich mir vielleicht auch mal eine Magnum nehme. Was? Du lebst noch? Wieso warst du nicht bei mir, du blödes Scheißvieh? Die hat gesagt, nö, mach den Scheiß selber. Die ist doch nicht mal kaputt gewesen. Die hat gesagt, nö. Dir helfe ich nicht. Scheißvieh. Benzinsupply, was haben wir denn hier drin? Sprit. Ja, also die Drohne, würde ich sagen, hatte wirklich einfach nur keinen Bock. Kann ich verstehen, ich hatte auch keinen Bock, als ich das gesehen habe. Oh Gott. Okay, ich habe Antibiotika und so einen Schrott dabei. Falls ihr was braucht, Vitamine. Waffen. Hä? Waffen gucke ich gerade. Ja, ich brauche das. Noch. Oh, ein M60 Maschinengewehr, Level 6, das nehme ich. Alter, die haben die Base ja förmlich überrannt. Ja, hab ich ja gesagt. Die sind einfach durchgebrochen, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Ich hab die Tür zugemacht, dreh mich um, war die schon in der Base oder was ist das? Hilfe! Das ist Dr. Carmack. Ah, Doom, der Klassiker. Ja. Aber gut, ist ja eigentlich mehr oder weniger nur die Tür weg. Das ist... Und was beschädigt? Oh ja. Ich hätte jetzt auch wirklich viel schlimmer gedacht. Aber das reparieren wir gleich. Ich repariere das mit Holz. Aber ich hält nichts dran. Von mir aus. Den Kleber gibt's wirklich. So, was habt ihr gesagt? Die Mods braucht ihr. Ja, Panzerplattenmods brauche ich. Gebänderte am besten. Gebänderte. Normal kann ich bauen, aber gebändert kann ich nicht. Was brauche ich denn dafür? Näset? Mechanisch? Frage, Schmiedetes wo Eisen. Kann ich noch... Klebeband? Achso, Freeman hat ja angefangen, noch eine Bude für mich zu bauen, aber angefangen ist gut. Ja, wir hatten ja letzten Tage nur gezockt. Kannst du ja Schlafsack bei unten mit reinlegen bei irgendeinem? Nee, ich hab da schon... liegt da einer von mir schon rum, aber Wunsch? Das Problem ist, der tut den anderen aktivieren. Achso. Wo finde ich noch Werkzeugkisten zur Reparatur? Ich mach grad welche. Reparaturkits? Hier unten über der Werkbank ist in oben an der Wand. Warte mal, bei Wichtelein. Ja, ich mach grad welche. Ich jetzt nur wenig. Nähset brauche ich. Ach, hier. Da sind einige hier noch. Dann ist auch gut. Nähzeug. Oh ja, ich kann euch ein paar machen. Gut. Weil die erhöhen deine Rüstung halt nochmal massiv. Ja, ich merk's, ich hab sie glaube ich drauf, meine ist noch nicht mal zerstört. Oh, Granaten klingt doch eigentlich gar nicht schlecht. Michelin und Granaten, na tolle Wurst, das kann was werden. So, sind in der Mache. Wie heißen die? Aufschlagzünder. Oh, ich nehme was ich auf jeden Fall mitnehme, Sprengpfeile. Ja, und kannst du noch mehr Granaten machen? Hast du. Granaten? Ja, Granaten sind echt geil. Ich habe da vorhin über 100.000 Erfahrungspunkte gemacht. Welche? HE oder die anderen? Die Aufschlagzünder finde ich gut. Die Aufschlagzünder kann ganz schön nach hinten losgehen. Nö, das macht keinen Schaden. Ich habe eine direkt vor mich geworfen. Parcours habe ich komplett. Und Beweglichkeit habe ich auch voll. Was muss ich denn da noch machen? Auch laufen und schießen oder Run and Gun ist wie. Ja, laufen und schießen. Und was noch wichtig wäre, dass du schneller rennen kannst, dass du weniger Ausdauer verbrauchst. Das macht viel aus. Ja, was muss ich denn da machen? Warte kurz. Nee, das ist das Falsche. Und zwar. Warte kurz. Laufen und schießen habe ich ja noch nicht mal fertig. Parcours habe ich voll. Ach, warte, gibt's das gar nicht mehr?
Ein. Eins. Nö, ich glaube, das gibt's gar nicht mehr. So, also Granaten willst du. Ja, Granaten mag ich. Gut, mach ich. Intelligenz habe ich jetzt nochmal Abenteurer und Bilge. Da will ich bessere Belohnung für Quests kriegen. Rumballern. Schöne Rüstung, Papier. Okay, passt auf. Wir brauchen charismatischer Auftritt. Hab ich. Haben wir doch schon. Ist doch ganz links dieser grüne Kopf da. Genau. Dadurch kriegst du ja noch mehr 20%. So. Jo. Ach, keine Punkte mehr. Man kann sagen, wieso geht das nicht? Bin fast voll mit Kampf wenigstens. Granate! Oh, verdammt, was fehlt mir. Oh, Sprengmeister hätte ich nehmen müssen, ich Idiot. Grenadierrekrut. Mechanische Teile. Eisen. Oh, ich brauche Eisen. Wir haben auch einige Klingen kaputt gemacht hier. Ja, die halten noch. Die haben auch die elektrischen Zäune einfach überrannt. Ja, das war mir klar, weil ich schon versucht habe wegzurennen und drüber zu springen und die sind einfach durchgerannt, die Viecher. Und irgendwie sind ohne Boden nur Löcher entstanden, kann das sein hier, ja, wie es aussieht. Da sind anscheinend ein paar explodiert. Nee, das war ein Kotzer. Ich hatte nur Kotzer hier rundherum gehabt, das war Wahnsinn. Ja, die explodieren ja dann auch gerne mal. Ich bin jetzt Level, warte mal, was bin ich jetzt für ein Level? Level 90? Ja, Level 90 bin ich jetzt. Na, ich bin schon Level 180. Das dauert noch bei mir. Da hinten sind aber wirklich alle Gebäude kaputt hier schon. Wo willst du das hier? Was wollte ich jetzt eigentlich noch machen? Vielleicht sollten wir doch mal ins Gefängnis gehen. Das Gefängnis ist die beste Option zur Verteidigung, weil du kannst dich wirklich auf dem Dach dort oben verschützen. Ich mach noch mal ein paar Pflastersteine. Die sollten das auch nicht so schnell kaputt kriegen. Naja, hast ja gesehen, was passiert ist. Ja, ging mir doch relativ schnell. Aha. Wo ist denn Lehmboden hier unten? Lehmboden ist bloß bei den Schmieden. Ja, ich weiß, da suche ich gerade. Da ist eine ganze Kiste voll, habt ihr schon gesehen. Wo die Eisenschmieden sind hinten, die Vierer. Ach, hier, ja. Ist ja immer noch alles voll, die Kisten hier. So. Einfach mal 6000 fertigen. Pflastersteine haben wir aber auch, glaube ich, unten an der Kiste. Ach du Scheiße! Freeman, wieso hast du nicht gesagt, dass eine komplette Kiste 7,62 Munition noch hier verliegt? Unten? Hab ich gesagt, davon haben wir tonnenweise. Weil die hatte ich ja tausendfach gemacht. Nein, hier draußen! Ja, auch, weil unten voll ist. Sind sogar noch Stacks da, die hatte ich ja tonnenweise gemacht. Michelin, hier draußen ist nur eine halbe Kiste Betonwürfel. Übrigens nochmal, 506. Ja, ich nehme mal ein paar. Hier liegen noch Granaten, Sprengpfeile, was ist das? Ich komme mal kurz. Automatische Maschinenpistolen. Warte, ich komme, ich bräuchte noch eine Magnum. Aber, achso, ich bin gegen das Ding gerannt hier. Genau, und hier haben wir noch Stack 7er drin. Hier, die Kiste hier. Warte. Blöcke, genau. Ha, paar Granaten. Das ist der, so ist schlecht. Ah, hier ist die Munition. So ist das schlecht. Denn? Ist voll hier. Hier ja. Ist noch Eisen drinnen. Eisendart-Munition. Ja, das sind die Eisenfallen. Dietriche, wir sind gerettet. Hier sind Betonblöcke. Hier die Granaten nehme ich. Hier. Ja, warte, hier ist noch Sprengbolzen für Armbrüste. Ja, das ist Freeman sein Metier. Da habe ich jetzt schon ein paar eingesackt. Ich habe mir jetzt nur einen M60 mitgenommen, weil das hilft wirklich bei Gegnermassen. Ja, die hat mir auch einen Arsch gerettet. Ja, ich hatte nicht genug Munition nach einer kurzen Zeit schon. Huch. So. Erste Hilfeverbände brauche ich, siehste. Geht's mir nämlich. Ein Wasserfilter, okay. Brauchte ich für die Tausammler. Gab's immer bei Händler. Component Armbrust Level 6, okay. So, das brauche ich nicht. Was habe ich noch? Das brauche ich jetzt auch nicht. Haben wir noch irgendwo eine Magnum? Ja, unten in der Kiste, bei der Waffenkiste. Oh. Ja, warte mal, Wichtlein, hier oben nichts. Waffen ja. Haben wir eigentlich alle doppelt und dreifach da. Doch, hier oben. Hier oben ist er.
Ganz oben links. Die Kiste. Achso, warte. So. Hier, die, wo ich hier in der Mitte von den Dreiern. Und auf der linken Seite oben in der Ecke gucke. Okay. Das ist Blutmund. Bin ich blind? Scharfschützengewehr, Pumpgun, Pistole. Links gucken. Ach, die Desert Vulture? Ist eine Magnum? Ja, das ist die. Das ist die Desert Eagle. Aha, ich habe das als Pistole gesehen. Hm. Nee, das ist die Desert Eagle. Es gibt die Desert Eagle und Desert Vulture gibt's hier, aber ich glaube, die Desert Vulture ist die bessere von den beiden. So, Droni? Wehe, du lässt mich wieder im Stich. Ich hat gesagt, nö, der nicht. Ja, ich dachte echt, die ist kaputt. Nö, da hängt die einfach bloß da und dachte ich, ah, ohne mich. Ich kann sie aber echt verstehen. Also ich kann ja noch nicht mal böse sein. Übrigens, Freeman. Ja? Wir müssten mal zur alten Base und das ganze Zeug noch holen, was dort noch drin ist. Wenn du das wirklich durchziehen willst mit den ganzen jeden Tag Blutmond, werden wir das irgendwann brauchen. Das ja, aber jetzt gerade zwischendurch machen wir mal ein paar Tage Pause. Das war hart. Aber herzlich. So, würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Gefängnis und dann gehen wir raus. Weil den Blutmund durchziehen schaffe ich nicht mehr. Ja, ist okay. Wie lange kannst du noch? Ein Viertel. Muss ja, das ist okay. Wollt ihr arbeiten heute? Nö, bei den Eltern heute. Ach so, ja, so was ich weiß. Ja, was ist der Recock, werde ich nehmen? Da hast du 50% Fernkampfschaden. Ach stimmt, den sollte ich halt auch mal trinken, wenn... Könnte gut sein für Schießereien. Ach, ich dachte, das hat auch den Nahkampfschaden gesenkt, habe ich mich geirrt. Nee, nur Fernkampfschaden plus 50, Wasser, scheißegal. Hm. 6 Minuten hält er. Ich glaube, ich fahre mal zu Jen und guck mal, ob die noch ein Lernelixier hat. Wann immer ihr Lernelixiere seht, nehmt sie einfach mit. Für dich ist egal, oh. Freeman, aber Black Dragon und ich profitieren halt noch davon. Ich hab schon welche. Weil ich gehe auch immer an die Automaten. Interessanterweise haben wir unterschiedliche Sachen, die wir da rauskriegen. Ja, Das ist komisch. Sollten dann aber trotzdem mal gucken, ob im Gefängnis nicht alles nachgespawnt ist. Da war ich schon drin. Der Hälfte ist tot. Ich bin in meiner Panik geflüchtet in mehr Zombies. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das hat nicht viel gebracht. Ja, ich sollte mir ein paar Strukturen im Gefängnis reparieren. Das meinte ich ja, deshalb auch die Betonblöcke, dachte ich, nimmst du mit. Ja, ich habe Holz dabei. Ich habe Pflastersteine dabei. Ich habe mal die Tankstelle hier gelootet. Mehr braucht man nicht. Das? Warte mal, war es der Mondschein? Ach, der Mondschein war's. Plus 20 Heilung pro Sekunde, 100% Betäubungswiderstand, 400% Nahkampfschaden, Schadensvermeidung 50% und Ausdauerwiederherstellung 60%. Ich glaube, das war, du meinst Großvaters Mondschein. Ja, ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja. Oh, 2000 Erbsen. Kaufen. Gehen wir mal shoppen. Was willst du? Ich habe die ganze Gegend ja eingeebnet. Ich würde sagen, bei den paar Gegnern können wir mal eine Knüppelnacht machen, ne? Ja. Ich weiß, ich stehe oben auf dem Dach und guck zu. Ich wollte gerade sagen, das mache ich nicht. Meine Drohne haut dann auch ab, geht aufs Dach. Die guckt dann zu, wir lachen dann alle. Und du, mach das alleine. Good luck, Master. I am so glad to see you guys. I get lonely sitting by myself all day. I just knew you'd find something you'd like. Mach erstmal ein bisschen hier sauber. Was haben wir denn? Schleichschaden brauche ich nicht. Auch nicht. Hier ist der Großvater Mondschein. Oh, hier haben sie einiges an Schaden gemacht.
Ja, ich weiß, dass wir das haben, aber. So. Was hast du Gutes? Könnt ihr das. Erstmal eine neue Tür. Könnt ihr das Motorrad auch zerstören, wenn ich nicht drauf bin? Ja, so haben sie es ja mit meinem Auto gemacht. Oh, ich wollte noch mal nachfragen, weil ich war mir ziemlich sicher, dass es geht. Aber eigentlich dürfen sie nicht von sich aus angreifen. Nö, aber die sind halt so, ach, ich hänge mit dem Fuß fest, ich mach das jetzt kaputt. Ja, oder stehen an der Wand und denkst dir, rennt der Hund rum, daneben ist ein Block, wo du weiterrennen kannst. Nein, da muss dieser Block genau zerstört werden. Hm. Toll! Machst denn du schon wieder? Sind gerade vor mir Gegner im Gefängnis gespawnt. Ich komme zu euch. Der spawnt noch mehr, was soll denn die Kacke? Die spawnt direkt vor mir. Das ist nicht schön. Überraschungsgäste. Ein Glück bin ich gerade hier. Der Knast ist unsere Festung. Da muss er auch zur Festung ausfahren, oder? Hier draußen ist eine Parkbank, reicht doch. Ja klar, macht doch wie beim letzten Mal, stell dich dann wieder unten hin und ich gucke von oben zu, oder wie? Anscheinend. Hey Wichtlein, hier ist ein Gegner. Ich komm ja schon, mein Kleiner. Ist echt Wahnsinn, wie heftig der Schaden von denen ist, oder? Ja. Das sind Grüne. Naja, nicht nur. Die Rocker also, halt. Hat man schon mal gesagt, die Rocker sind eh Hardcore. Ja. Also das Gefängnis sieht gut aus. Ich denke, da können wir noch eine Weile durchhalten. Toll, die sind alle hier in den Zellen gespawnt. Oh cool, ich habe mein Motorrad eingeklemmt. Wie hab ich das hingekriegt? Hi. Hä? Wo kommt denn ihr jetzt her? Ich sag doch, die spawnen einfach. Ich komm von da war gerade nichts. Ja, ich weiß, das ist mir auch schon passiert. Oh, jetzt auf mich zu schlagen. Hallo, Biker. Schon wieder so ein Scheißköter. Also, ich fühle mich hier nicht wohl. Welchen Bezug? Dass ich gerade runtergefallen bin. Was? Ach du Scheiße! Wo kommt ihr denn jetzt her? Schon ach, das sind ja Betonblöcke. Ja, hat er doch gesagt vorhin. Nee, ich dachte, ich hab Holzblöcke, dachte ich. Ah. Die schlafen die teilweise noch hier drin, die Zombies. Ich bin beinahe in den grünen, leuchtenden Fleischigen reingerannt. Ja, ja, klar, die spawnen auch neu. Oh, jetzt Ruhe hier. Ah, da hinten ist er. Hallo. Ah, ich bin auf dem Dach. Da sind die bestimmt hier nachgespawnt auch. Natürlich. Ja. Hallo. Für dich gibt's auch was der Affen hintern. So, hier unten ist, glaube ich, alles fertig. Nein, ist nicht, geht zum Eingang. Brauch ich doch. Geht zum Eingang und guck nach rechts in die Toilette. Eingang und dann rechts in die Toilette. Ah, Lootback. Hey! Nein, ich bin nicht am Anfang viel mehr, ne? Ist ja nicht noch mehr Munition drin? Ach, ist alles wieder. Oh, oh, oh. Hatten wir nicht noch Munition hier drin? Ja. Die ist jetzt weg, das ist alles wieder unberührt. Wieso? Oh shit, das ist respawned. Ne, wieso? Die Muni ist doch an der Seite drin. Die hab ich da aus den Kisten rausgemacht. Welche Seite? Hier oben hab ich so eine Kiste an der Wand. Ach, dort. Ah. Da ist die alles drin. Ich dachte, das ist alles. Ich dachte, das ist alles weg. Oh, das sieht gut aus. Jetzt habe ich ganz vergessen, hast du die gebänderte Mod jetzt mitgebracht? Mitgebracht nicht, aber sie ist gemacht. Okay. Oh Mann.
Also Eingang und rechts im Klo. Ah, da bin ich jetzt gespannt. Ja, das ist eh ein grüner. Ah ja, ein bisschen Munition haben wir hier noch. Schwachsinn. Sollte für einen Blutmond reichen. Also ehrlich, das ist noch ganz schön voll hier. Ja, die sollten aber im Zweifelsfall gar nichts machen, tatsächlich. Ja, die wollen nur spielen. Die Kisten sind noch ziemlich voll, meine ich. Ach so, ja. Da 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 da. So, draußen sieht alles sauber aus. Ah, der nächste Blutmond wird schon interessant, glaube ich. Ach du, was ist denn hier passiert? Was denn? Hier hinten ist ja alles kaputt. Ach, nee. Nein, Glück habe ich hier ein paar Betonblöcke dabei. Wichlein, das ist das, was ich das letzte Mal gesagt hatte auch mit. Ja, es ist schon lange her und ich musste sehr viel lernen in der Zwischenzeit. Ich merke das auch, dass ich auch eigentlich vergesse ich ja nicht so viel, aber ich vergesse gerade auch sehr, sehr viel, was meine Frau mir sagt. Echt? Jetzt schon in deinem jungen Alter? Wir sprechen nochmal, wenn du nochmal eine Ausbildung machst und dir haufenweise neue Sachen jeden Tag merken musst. Ich muss andauernd zu Lehrgängen. Das ist was vollkommen anderes, glaub mir. Ah, das sieht doch wesentlich beschissener aus, als ich dachte. Außerdem habe ich schon meine Diplomarbeit in Arbeitsschutz geschrieben, also ich weiß schon, was ich sage. Was gibt's denn da groß zu Diplom? Ja, du musst direkt, ich habe direkt eine Diplomarbeit schreiben müssen drüber, über Arbeitsschutz. Hab sogar Diplom dafür gekriegt. Gasflaschen nicht an den Bunsenbrenner nicht an die Gasflaschen halten. Michelin, du machst jetzt dir einen Spaß draus, aber sag dir ehrlich, da gibt's so viele Vorschriften, Regeln. Oh, hier sind auch noch drei auf dem Hof. Drei Zombies. Ich weiß, dass es da so viele Vorschriften gibt. Vorschriften, was du alles beachten musst, das ist Wahnsinn. Ach, da. Freeman, hier ist noch eine Munikiste. Ach, hier hinten ist ja alles offen, das ist ja nett. Jetzt können wir sie wirklich hier brauchen. Ich weiß gar nicht warum. Du bist so ein Schwarzmaler geworden. Seid täglich. Wieso geht ihr auf mich los? Ich hab nicht auf euch geschossen, da hab... Seid ihr ständig Blutmonde sind, seid ihr solche Schwarze hier. Du hast doch selber geschrien. Alles scheiße. Ne, ja, das war Blackdragon. Scheiße! Kannst du wegrennen? Ich versuch's jedenfalls, aber irgendwie. Wie viele Gegner hast denn du an der Backe? 400. Was? Ja, von unten bespuckt. Da hinten ist er. Wo kommt die denn her? So ist reingerannt, jetzt sind die waren bei mir. Echt jetzt? Wo kommen die her? Die hab ich gar nicht gesehen. Die waren auf dem Hof draußen alle. Wo du auf den einen geschossen hast, hast du die alle getriggert. Okay. Na, ist doch egal. Ich bin da draußen rumgerannt. Aber nicht dort hinten. Hinterm Gebäude brauchst du nicht. Nur anscheinend nicht. Also hier sollten wir auf jeden Fall nicht bleiben. Diese Zellenblöcke sind nicht sicher. Im Zellenblock vor Schanzen, wenn 50 Zombies vor dir sind. Das letzte Mal hat's da Wichlein immer gemacht. Ja, ich hab dich hier schon mal einmal vor Schanzen in so einem Ding. Hat funktioniert. Aber ich glaube, jetzt funktioniert es nicht mehr. Ah, im Turm ist noch jemand. Ja, die Türme sind jetzt auch wieder voll. Oh, ein Munitionslager. Wir sind gerettet. Ah, das hast du jetzt gefunden, was ich für uns gefunden hatte. Ja, das kann ich aber nicht mitnehmen. Ist auch was. Oh, da ist Geld und eine Rindfleischration. Aber das kann ich nicht mal mitnehmen. Wo geht's denn hier hoch? Ich muss mal hoch, ich muss den Honig finden. Ich bin der ist ganz oben. Zur Not kann ich dir auch noch. Ja, ich habe da natürlich Antibiotika bei. Ja. Ich bin hier unten im Hof, stehe ich. Und da hinten läuft der Kopf. So. Da rannt der Kopf. Hallo, Droni, du Verräter. Hallo.
Hallo. Wenn sie dich einmal wieder Master nennt, dann schmilzt du doch eh wieder dahin. Wir wissen, wie es läuft. Danke. Bitte. Das sieht ja interessant aus mit Blättern dran und so, hä? Hm. Halt, das muss ja auch weg. Was meinst du? Zwei habe ich noch, also ein bisschen was können wir noch wegmachen. Oh, Erbsen. Ja, mitnehmen. Oh, hab ich gegessen. Nein, die brauche ich für Shepherd's Pie und Thunfischtoast. Ja, ich hab die jetzt aber aus Versehen gegessen. Ja, dann isst doch. Gibt's auch keine Spaghetti mehr für dich. Oh, das sind nicht nur Androhungen jetzt. Ja, ja. Ich weiß schon, wie ich ihn krieg. Ist nicht gut, wenn du mich so lange kennst. Ja. Ich wusste aber tatsächlich vorher nicht, dass du so extrem auf Spaghetti spielst. Nee, mehr auf Lasagne, auch Spaghetti sind auch gut. Ich hatte jetzt das letzte Wochenende erst wieder Nudelauflauf gemacht. Das war schön. So. Meine Freundin hat sich gefreut. Der Nudelauflauf ist wieder was anderes. Ich habe auch schon ewig. Lasagne esse ich auch so gut wie nie tatsächlich. Ich habe auch schon ewig keine Lasagne mehr gemacht, weil irgendwie meine Freundin mehr Nudelauflauf mag. Hm. So. Da hinten ist einer! Da hinten ist einer! So, das ist der. Hä? Das sind alle Bilder. Das Problem ist halt, dass auch meine Frau mag. Mag warme Tomaten nicht so. Achso? Ja, nee, ich mag die nicht so. Wo hab ich denn meinen dämlichen Schlafsack hin gemacht? Da oben. Unsere ist hier oben, oder? Ja, ganz oben hier. Das ist nur von uns hier. Von uns beiden ist der. Wie ah, ich glaub, ja, du hast einen ganz oben, glaube ich. Hey. Ich glaube, ich mach mal das hier weg. Der beste Spot. Hier also. Ach, du hast wieder zugemacht, hier, Wichtelein, was hier alles zerstört wird. Mhm. Da fällt mir ein, jetzt habe ich ja irgendwie gerade was gebaut, dass die zu uns hinkommen. Also ich gehe jetzt raus. Ja, wir gehen jetzt auch raus, denke ich. Wir gehen auch raus. Da passt das aufs Mittag. Wichtelein, da unten musst du noch zumachen. Da unter dir. Hm? Dort sind die durchgemacht. Ach, ich dachte, da sind wir durchgemacht. Ja, dort sind die durch und dann sind, wo die hier oben nicht durchkamen, sind die unten durchgemacht. Ja, genau dort. Immer. Dann. Und hier sind die explodiert, deshalb ist das so zerstört hier alles. Mache ich hier noch ein bisschen so. Hauptsache, die kommen nicht direkt hoch. Sollten sie eigentlich nicht. Perfekt. Außer die stapeln sich wieder. Ja, also ich glaube, die kommen hier schon hoch. Wenn die was wirklich wollen, dann. Ne, hier waren sie nicht hochgekommen. Ihr habt ja unten hier gestanden. Und da konnte ich euch beobachten, die sind wirklich nur unten im Kreis. Was sind das für ein Spaßvogel da hinten? Ja, aktuell mag das funktionieren, aber das wird nicht so bleiben. Warte mal, ich bin gleich soweit. Ich gehe gleich raus. Ja. Ich pack bloß noch was weg. Bleibt fein. Ja, beim nächsten Mal gibt's den nächsten Blutmond. Das wird ein Spaß. Glaube ich nicht so richtig, das wird die Hölle auf Erden. Hm. Wir haben ja so wenig Blutmonde. Du siehst das immer alles so. Riemann, willst du nicht wirklich zu uns rüberkommen dann? Ach, doch hier. Ich dachte, wir fangen eh erst hier im. Ich hab's Treppenhaus extra repariert, also dachte ich, wir fangen da an. Ja, ich werde mich wieder aufs Dach hier oben und versuchen, die wegzusnipern. Aber ich denke mal, die Geier werden mir die Hölle heiß machen. Vielleicht kann, das sind echt viele, die vielleicht kann Freeman beim nächsten Mal nochmal solche Klingen machen. Die Klingen fallen? Ja. Die halten nicht lange, wenn da so viel durchrennt. Die kriegen ja Schaden durch Benutzung, die Klingen fallen. Ja, okay, dann müssen wir uns auf jeden Fall... Früher war das ja mal nicht. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir... eingesetzt wurden, das erste Mal gab es, da wurde das nicht gemacht. Da konntest die... Außer die haben auf die geschlagen. Aber jetzt ist es ja so, sobald die... jemanden schnetzeln, kriegen die automatisch Schaden dadurch mit. Ja, wir sollten einfach nur gucken, dass wir anfangs im Treppenhaus anfangen und alles wegballern, was hochkommt. So 2 Minuten, weil dann werden es zu viele und... Da musst du aber wirklich versuchen, ein Treppenhaus zuzulassen, dass sie nur auf ein Treppenhaus hochkommen. Die können hier nur auf ein Treppenhaus rein. Und ja, oben werden wir dann schön von Geiern penetriert. Ja, klingt doch gut. Hier wirst du vor Geiern angegriffen, hier oben, definitiv. Klingt auch nett. Und hier, wenn ich das hier sehe, weiß ich ganz genau, wo die als nächstes kommen. Hier, guck mal, hier vor uns. Warte mal, was. Hey, die kommen auf jeden Fall dieses Treppenhaus hier hoch, was ich repariert habe mit Betonblöcken. Betonbrause oder Steine. Ja gut, wir haben ja das nächste Mal noch ein bisschen Zeit. Also, da gehe ich nochmal in den Besen, hole ein bisschen Beton. Ich habe hab noch 400 Stück. Ich habe nee, richtigen Beton einfach zum Reparieren für die Blöcke. Ach so. Ja, und unten haben sie nämlich unter uns nämlich auch schon Blöcke zerstört. Das haben wir gerade entdeckt. Okay, dann... Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute. Ciao. Bye.